Ja, mein Name ist Wolfgang Büche, ich bin der Abteilungsleiter Kunst hier am Landeskunstmuseum Moritzburg. Bin schon fast so alt wie die Steine, etwa 40 Jahre hier im Museum beschäftigt. Einer der Dienstältesten, der die ganzen Veränderungen auch der letzten Jahrzehnte hier mitgestalten konnte. Wir uns eigentlich in einem Herzstück des Museums auf der sogenannten Feininger Empore, ein Ausstellungsbereich, der der Genesis der Halle-Serie Lionel Feiningers gewidmet ist, eine der bedeutendsten Städteporträts, Bildserien einer Stadt des 20. Jahrhunderts, die von 1929 bis 1931 hier in der Moritzburg entstanden ist. Feininger wurde 1929 ein Atelier im Torturm dieses Gebäudes eingerichtet. Hier arbeitete er vom 1. Mai 1929 an der Komposition der Gemälde, die dann 1931 alle durch die Stadthalle erworben wurden. Damals war das Museum noch ein städtisches Museum. Einer der letzten kulturellen Akte, zumindest hier in der Stadt, bevor die Nazi-Barbarei auch hier Einzug hielt. Wir können diese Bildserie heute zu dem bedeutendsten, was uns Feininger hinterlassen hat, zählen. Aber auch darüber hinaus, wie ich schon sagte, ist es eine der bedeutendsten Städteserien, die wir aus dem 20. Jahrhundert kennen, in ihrer Vielgestaltigkeit. All das fiel 1937 der nationalsozialistischen Aktion Entartete Kunst, dieser Barbarei gegen die moderne Kunst, zum Opfer. Uns ist es gelungen, nach Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum heutigen Tage wieder 3 Gemälde in der Moritzburg zu haben, um sie unseren Besuchern zu präsentieren. Diese Halle-Serie steht natürlich nicht allein. Man muss betonen, dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Moritzburg zu einer der wichtigen Orte der damals zeitgenössischen Kunst, das ist also das, was wir heute klassische Moderne nennen, gewachsen ist. Das begann mit einem Paukenschlag 1913. Damals kaufte Max Sauerland, der junge Direktor dieses Hauses, Emil Noll das Abendmahl für das Museum an. Darauf folgte 1924 der Erwerb der herausragenden Sammlung Fischer, expressionistischer Kunst aus Frankfurt am Main. Und Alois Schardt, der Nachfolger von Sauerland, hat das Spektrum des Museums erweitert, indem er zum Beispiel auch diesen Auftrag der Halle-Serie für den Bauhausmeister, der damals in Dessau lebte, Lionel Feininger, mitinitiierte. Alois Schardt erwarb als einer der ersten Museumsdirektoren in Deutschland Werke von L. Lissitzky. Der Erwerbung von Franz Marc wäre vielleicht noch zu erwähnen, 1929, sodass in diesem Museum hier eines der bedeutendsten Konvolute dieses Künstlers versammelt war. Also aus dieser Aufzählung der wichtigsten Ereignisse ist bemerkbar, dass 1937 hier eine großartige Sammlung der klassischen Moderne vorhanden war. Interessanterweise muss man sagen, dass hier in der Stadthalle schon in der ersten Stadtratssitzung nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 man sich entschloss bzw. beschlossen wurde, die von den Nationalsozialisten als entartet erworbenen Werke wieder für das Museum zu erwerben, also in einer Zeit, wo man sicherlich nicht an erster Stelle an Kultur und Kunst gedacht hat. Mein Name ist Thomas Bauer-Friedrich. Ich bin der Direktor des Kunstmuseums Moritzburg in Halle an der Saale, das Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt. Ja, das Kunstmuseum Moritzburg hat in den vielen Jahren, Jahrzehnten, die es existiert, eine wechselvolle Geschichte erlebt und in Teilen, muss man auch sagen, durchaus durchlebt. Nach kommunaler Gründung vor 130 Jahren, dann Überführung in die Landesträgerschaft, verschiedenen juristischen Trägerschaftswechseln, sind wir nun seit circa 2 Jahren in einer ruhigen Fahrwasserzone angekommen, sodass wir uns nun in der Gegenwart und vor allen Dingen natürlich auch in der Zukunft auf die inhaltliche Ausrichtung des Museums konzentrieren können. Das heißt, was wir vorhaben, ist, unsere Sammlungsbestände präsent zu machen. Sammlungsbestände, die im Moment leider noch aufgrund der räumlichen Situation in den Depots verborgen sind, hervorzuholen, in einem großen Schaudepot, vor allen Dingen die kunsthandwerkliche Sammlung zu etablieren und dem Besucher zugänglich zu machen. Aber wir wollen auch quasi an dem Status anknüpfen, den das Museum
bis 1933 hatte, nämlich eines der wichtigen Museen in der deutschen Museumslandschaft zu sein, das wieder zu erreichen mit großen Ausstellungen, die wir ja, ins Haus hineinholen, mit Kooperationspartnern international, die wir aber auch selbst initiieren und dann in die Welt hinaustragen. Auch hier sind Projekte schon verabredet, wo wir teilweise ein Ausstellungsprojekt zum Beispiel nach Japan exportieren werden, um auf diese Art und Weise die Moritzburg ja wieder dorthin zu bringen, wo sie schon einmal war und ganz zu Recht auch als die Burg der Moderne benennen und verkaufen zu können, als ja, wie wir es auch tun, denn die Burg, in dem sich das Museum befindet, ist ein solches Zwitterwesen, nicht mehr Burg und noch nicht richtig Schloss. Es ist aber in diesen Gemäuern, in diesen altehrwürdigen Gemäuern, eine Sammlung moderner Kunst etabliert worden vor über 100 Jahren. Und diesen Spagat, wenn man so will, vielleicht zwischen Tradition und Moderne, dem wollen wir uns stellen und wollen wir das Museum aus seiner eigenen Tradition und Vergangenheit in eine moderne Gegenwart überführen. Ja, Sie sehen, museumspädagogische Arbeit im Museum in den Reihen von Transmark. Es ist uns gelungen, wieder in etwa so eine kleinere Franz-Marc-Koje aufzubauen, wo man sehr gut den Werdegang des Künstlers sieht. Und das Bild, was gerade dort betrachtet wird, die weiße Katze von Franz-Marc, ist eines der Lieblingsbilder in unserem Museum. Und es ist auch eines der Werke, was die Nationalsozialisten nicht beschlagnahmt haben. Da gibt es dann einen kuriosen Briefwechsel mit dem Ministerium für Volksbildung, wo man nachfragte, ob nun diese Katze entartet ist oder nicht, wo diese ganze Dummheit und der Irrsinn der Kulturbarbarei der Nazis dann sehr schön zum Ausdruck kommt.